Atelier neu gemacht und habe meinen Lieblingsraum. Ich bin ja durch dieses ganze, dieses große Haus, ich bin immer von Raum zu Raum gezogen und irgendwann gab es einen Raum, der ist morgens um 8 Uhr die Sonne und die geht bis 10 Uhr, 10, 11 Uhr ist sie da. Das ist eigentlich meine Zeit und dieser Raum ist mein Raum. Wenn es um Saschas Kunst geht, dann bin ich eigentlich nicht nur ein Bewunderer, als Freund sowieso, sondern ich kann seine Kunst sehr gut nachempfinden, sehr gut verstehen. Sie spricht mich an und diese Bilder, die ich von Sascha zu Hause hängen habe, sind immer wieder eine Motivation. Diese Aura, die ihn umgibt und die er uns immer so mitteilt und die wir erleben, erleben wir auch durch seine Bilder. Und das ist sehr, sehr schön. Kommt einmal aus Spanien und ich finde so einen Stier, der muss rot sein. Also ich male die auch schon mal in Braun, aber eigentlich so meine tollen, die sind rot. Und ich möchte die in die ganze Welt, also die sollen überall hängen, überall auf der ganzen Welt. Und wirklich, wenn die sagen, oh, da gibt es ja zweimal, Mann, die sollen überall hin. Also der Sascha ist ja so ein offener Mensch, dass er so von sich selber auch immer so ein Stück Preis gibt. So. Das heißt, seine verschiedenen Facetten so dahinter legt. Ne? Das ist sehr interessant. Und wenn man dann durchs Atelier geht und man sieht die frischen Bilder, dann reden die mit einem. Und entweder die sagen, Mensch, super, oder gibt Bilder, die können mich aufhalten. Und ich komme nicht an diesem Bild vorbei, ohne zu denken, du bist gleich dran. Also ich nehme mir dann Bilder, die dann auch nicht gut genug sind, werden einfach weitergemalt, übermalt und weitergemacht, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es für dich. Wirklich? Nein, aber ich glaube wirklich, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, Leute zu bekehren. Ich bin oft immer auf der Suche nach dem Glück, das große Glück. Auch das Thema von meinen Bildchen ist immer die Suche nach Glück. Und ich weiß, das große Glück gibt es nicht für Geld. Und glaub mir, ich bin von ganz unten. Und ich weiß heute, dass wenn ich ganz unten bin, da unten ist auch schön. Also oben ist schön, unten ist schön, das ist alles egal. Aber wirklich, das Einzige, das wirklich glücklich macht, ist Familie. Ich glaube ja wirklich, der liebe Gott, da gibt's nichts, was keinen Sinn hätte an jemanden. Also wirklich so dieses, wenn ich dann Richtung Nase hau, dann gehen die Augen zu, um die Augen zu schützen. Also da passiert so viel und da ist nichts einfach so sinnlos, außer dieses Licht am Ende des Tunnels. Wenn die Leute sterben und diese Nahtoderlebnisse, dann gibt es ein gutes Gefühl und alles wird warm. Die Natur macht es aber nicht. Natur macht weg. Und glaub mir, da ist noch so viel. Und dieses Glauben, dieses zu wissen, dass da noch so viel ist, das lässt einen so viel ruhiger leben. Ich weiß einfach, da kommt noch so viel. Ich glaube ja, wenn es vorbei ist, dann kommt noch so viel. Und das ist so schön. Also man kann dieses Bild auch nicht, ich könnte es auch nicht, diesen Jesus kann ich nicht kein zweites Mal machen. Er ist sehr aufwendig, sehr schön. Er ist aus Holz eigentlich. Und ich habe ihn dann behandelt, dass er zu einem Eisenkopf wird. Dieses Bildchen malen ist so cool, man kann das nicht glauben. Also dieses macht auch glücklich. Bildchen malen ist wirklich was auch wirklich glücklich macht. Meine Frau merkt auch, wenn ich nicht male. Das merkt man. Wobei meine Frau sieht auch an den Bildern, wenn wir wieder ein Kind bekommen haben. Wir kriegen jetzt irgendwann das fünfte und man sieht meine Frau nennt sie dann Rommelbilder, das sieht man denen an. Die sind einfach wilder wie die anderen. Wie erlebst du denn deinen Mann, wenn er seine Kunstwerke kreiert? Also am besten ist er morgens unterwegs, da ist er am kreativsten, ne? Da ruft er keiner an und die Kinder sind nicht dabei irgendwie, dann geht es ihm gut. Also wenn er ein tolles Bild morgens fertiggestellt hat oder mittags, dann höre ich schon, er pfeift, ne? Und je nachdem, wenn er schon um 9 Uhr pfeift, dann weiß ich, er war schon ziemlich erfolgreich. Also er hat so eine Schaffensphase, aber es muss auch immer was Gutes dabei rauskommen, das dauert manchmal. Und das ist, sowas mache ich heute immer noch, einfach so auch Gefühle und Gedanken auch zu malen. Und ich glaube halt wirklich, in dem Grundschulzeugnis eines jeden Kindes steht drin, wofür der gemacht ist. Und ich glaube, jeder muss das finden, wofür er gemacht worden ist. Und bei mir war ganz klar Musik, Religion und Kunst.